Das heißt, Investoren kriegen eine intelligente, risikoadjustierte Outperformance zu klassischen ETFs und daher eine klare Value Proposition. Mit einer neuen BaFin-Lizenz und einem aktiven ETF auf den europäischen Markt möchte die Berliner KI-Boutique Ultramarine wachsen. Unter anderem darüber und auch über die Positionierung des neuen aktiven ETFs möchte ich sprechen mit Julian Jensen. Viele Grüße. Hallo Tim, viele Grüße zurück. Ja, ihr wollt oder habt unlängst eine BaFin-Lizenz erhalten. Natürlich ein größerer Aufwand, ging auch in der Branche ganz gut rum, die Meldung. Was habt ihr vor mit dieser BaFin-Lizenz jetzt? Genau, also im Kern ist ja unser Unternehmen die Muttergesellschaft ein Technologieunternehmen. Das heißt, was wir gemacht haben, ist über unsere 100%ige Tochter jetzt eine eigene BaFin-Lizenz zu implementieren. Über die Tochtergesellschaft setzen wir dann quasi unsere entwickelte KI-Technologie dann auch in Anlageprodukte, Anlagestrategien um. Warum das Ganze? Wir haben verstärkt Nachfrage aus dem institutionellen Bereich, insbesondere nach Spezialfonds, die wir dann als outgesourcete Asset Manager betreuen, managen sollen. Und hier ist es einfach so, dass das ursprüngliche Setup mit dem Haftungsdach, wo wir primär im Advisory Setup aufgetreten sind, nicht mehr lang, sondern daher getrieben durch die Nachfrage nach outgesourceten Spezialfonds, der bewusste Schritt hin zur eigenen Lizenz. Jetzt habt ihr auch einen aktiven ETF auf den europäischen Markt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert dieser ETF und was macht ihn auch so besonders? Vielleicht zunächst eingestiegen, was macht ihn besonders? Das ist der erste KI-basierte aktive ETF, der in Europa lanciert wurde. Zielsetzung ist es, eine intelligente Alternative zu passiven Portfolio-Bausteinen zu bieten, also quasi zum traditionellen ETF, der einfach passiv Eurozonen oder europäische Aktien trackt. Die Strategie ist so gewählt, dass wir auf der Risikoseite sehr vergleichbar sind zu den standardeuropäischen Indizes, sprich wir kalibrieren unser Modell mit einer Tracking-Error-Vorgabe von 2% zum MSCI EMU und nutzen dann unsere KI-basierte Aktienselektion, um das Rendite-Risikoprofil dieses Investments-Universums zu verbessern. Zielsetzung der Strategie ist es, unter dieser engen Risikovorgabe, wie gesagt, Tracking-Error von 2%, eine nette Outperformance von 2-2,5% PA zu erwirtschaften. Das heißt, Investoren kriegen eine intelligente, risikoadjustierte Outperformance zu klassischen ETFs und daher eine klare Value Proposition. Wie ist der ETF aktuell aufgestellt in dem ja doch spannenden Marktumfeld jetzt im Herbst, wo es immer ein bisschen ruppiger wird? Ja, also klar ist natürlich dadurch, dass ich den Tracking-Error relativ eng halte, bin ich in gewisser Weise, was die Sektoren angeht, auch ähnlich wie die Benchmark. Wir constrainen uns ja auf Sektorebene ganz bewusst auf aktive Sektorengewichte von 2,5% über- oder Untergewichtung, da wir unsere Outperformance quasi wirklich aus der Selektion extrahieren wollen. Was ganz spannend ist auf Länderebene, wo wir dem Modell etwas mehr Spielraum lassen. Hier lassen wir 10% aktive Gewichte zu. Es ist so, dass wir in Deutschland eine deutliche Übergewichtung haben, dafür Frankreich deutlich untergewichtet. Das hat sich auch bezahlt gemacht. Wird ja in den Frankreich in den letzten Monaten deutliche Turbulenzen, auch ausgehend vom politischen Umfeld. Und hier ist das Modell eher sehr defensiv positioniert. Wenn wir eine Ebene tiefer gehen, wo gibt es da vielleicht auch Abweichungen zur Benchmark aktuell? Wie gesagt, spannend erstmal auf Länderebene, das Übergewicht in Deutschland. Wenn du eine Ebene tiefer gehst, in Titeln ist es so, wenn wir in der Finanzindustrie unterwegs sind, das ist spannend zu sehen, dass wir Banken eher untergewichtet sind. Wir haben hier eher Versicherungskonzerne allokiert, haben deutliches Übergewicht beispielsweise in Allianz als auch in Münchner Rück, also innerhalb der Finanzindustrie, tilt weg von Banken hin zu Versicherungsunternehmen, was natürlich auch die Volatilität jetzt in den letzten Wochen und Monaten etwas rausgenommen hat aus dem Portfolio. Insofern eine Deutschland-Übergewicht in dem aktiven ETF, der unter anderem jetzt vor kurzem gestartet wurde, gemeinsam mit der BaFin-Lizenz Sie beantragt wurde, sagt Julian Jensen von der Berliner KI-Boutique Ultramarine. Vielen lieben Dank für deine Einblicke. Danke dir, Tim.